Hallo zusammen, ich hoffe, es geht Ihnen gut. Wir treffen uns heute, um über Musik zu sprechen. Genauer gesagt, um die besten Standlautsprecher zu entdecken, die auf Amazon erhältlich sind. Aber vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und auf die Benachrichtigungsglocke zu klicken. Fangen wir an. Lassen Sie uns die 7 besten Standlautsprecher herausfinden, die gerade auf Amazon erhältlich sind. Der Lautsprecher D15 von Definite Technology besticht durch sein modernes und elegantes Design. Der 3-Wege-Lautsprecher bietet einen kraftvollen und dynamischen Klang, der einen ganzen Raum füllen kann. Der eingebaute Doppelpassivradiator des Lautsprechers ist an den Seiten positioniert, um eine erweiterte Tieftonwiedergabe zu ermöglichen, ohne Portgeräusche zu erzeugen, und ist gleichzeitig in ein kleineres Gehäuse integriert. Der Lautsprecher verfügt außerdem über die patentierte BDSS-Technologie der Marke, die für eine lineare Klangausgabe und einen überragenden Wirkungsgrad sorgt. All dies führt zu einem detaillierteren Mitteltonbereich als bei anderen Lautsprechern. Die geglühten Aluminium-Kalotten-Hochtöner erzeugen präzise, verzerrungsfreie hohe Frequenzen für eine wesentlich breitere Klangbühne. Schließlich eliminiert der seitliche Hochtonversatz unerwünschte Beugungseffekte und sorgt so für ein wesentlich genaueres Stereobild. Der Polk T50 wurde entwickelt, um Heimkino und Musik auf die perfekteste Weise zu begleiten. Er ist einfach einzurichten, unterstützt Dolby und DTS und kann an die meisten Receiver, Stereoverstärker und Heimkinoverstärker angeschlossen werden. Der Lautsprecher zeichnet sich durch ein langlebiges, professionell entwickeltes Design aus, um Ihnen ein überragendes Kinoerlebnis zu bieten. Und das mit hochauflösendem Audio und immersivem Surround Sound. Der Lautsprecher nutzt die Dynamic Balance Technology der Marke, um tiefe Frequenzen zu verstärken, dumpfe Geräusche zu unterdrücken und alle Störungen zu beseitigen, die oft zu einer schlechten Klangqualität führen. Diese beiden Säulen sind mit einem Beef-Verstärker ausgestattet, der eine Leistung von 260 Watt liefert. Sie verfügen über einen kabellosen Bluetooth-Empfänger und alle erforderlichen Anschlussmöglichkeiten, um mit allen Geräten im Haus verbunden zu werden, vom Plattenspieler über den Fernseher bis hin zum Smartphone. Die beiden 20 cm Grave-Mitteltöner aus Kohlefaser und Kupfer sind durch eine aufgeweitete vordere Laminaröffnung in ein Volumen aus Bassreflex abgestimmter Luft eingetaucht, sodass Strömungsgeräusche bei vollem Volumen begrenzt werden können. Aluminium-Kalottenhochtöner, die im Boden der Hornrille untergebracht sind, strahlen den Schall vertikal und horizontal um 90 Grad ab. Die mitgelieferte Fernbedienung ermöglicht den einfachen Zugriff auf alle Systemfunktionen, wie zum Beispiel Quellenwahl, Track Control und mehr. Zum Anschluss können Sie Ihrem Zuhause noch ein wenig mehr Boom Boom verleihen, indem Sie nahtlos einen Subwoofer hinzufügen, um die tiefen Frequenzen weiter zu verbessern. Dies ist ein Lautsprecherpaar mit jeweils 4 Kanälen. Sie enthalten jeweils einen Subwoofer, 2 Mitteltöner und einen Hochtöner. Diese Installation ermöglicht es jedem von Ihnen, einen Klang mit einer Leistung von 200 Watt zu liefern, was einen hervorragenden Klangbereich garantiert. Sie werden beide auf einem Ständer platziert, um sie vom Boden zu isolieren und so Vibrationen und Klangveränderungen zu reduzieren. Nüchtern und elegant sind sie in schwarzer und Holzausführung erhältlich. Der Anschluss dieser Lautsprecher erfolgt über Stereoklemmen, die nicht im Lieferumfang enthalten sind. Sie müssen sie bekommen, um sie zum Beispiel an ein Fernsehgerät anschließen zu können. Der Muse Standlautsprecher beherbergt ein echtes 2.1 Stereo-Audiosystem mit einer Leistung von 120 Watt. Er verfügt über einen CD-Player, einen USB-Anschluss für die Wiedergabe von auf einem Schlüssel gespeicherten Musik, einen FM-Tuner und einen NFC-kompatiblen drahtlosen Bluetooth-Audio-Empfänger.
Der Lautsprecher ist mit einem Verstärker ausgestattet, der die beiden Hochtöner, zwei Mitteltöner und einen Tieftöner antreibt. Mit dem eingebauten Equalizer können Sie den Bass- und Höhenpegel einstellen, sowie zwischen verschiedenen im Lautsprecher vorgespeicherten Entzerrungsmodi wählen. Schließlich gibt es eine Fernbedienung, mit der die wichtigsten Funktionen des Lautsprechers ferngesteuert werden können. Kanton bietet uns einen Standlautsprecher auf hohem Niveau. Die Klangprojektion der GLE-Lautsprecher ist recht neutral mit einem Eindruck von Tiefe und einer allgemein weichen Klangart beim Hören. Das Klangbild ist breit und die Trennung der Instrumente ist präzise genug, um jedes einzelne von ihnen zu unterscheiden. Der Lautsprecher erzeugt daher einen ausgewogenen Klang mit einer leichten Betonung des Bass- und Mitteltonbereichs. Die Höhen sind leicht zurückgenommen, ohne dass es an Details mangelt. Er verwendet zwei identische konische Chassis, die im Bass parallel geschaltet sind, in der Mitte aber leicht divergieren. Eine Besonderheit dieser GLE-Baureihe sind die abnehmbaren Metallgitter zum Schutz des Fahrwerks. Der X6 ist ein 3-Wege-Bassreflex-Lautsprecher mit einer bemerkenswerten Verarbeitung. Die dänische Marke hat wieder einmal besondere Sorgfalt darauf verwendet, ihren Lautsprecher durch die Kombination von außergewöhnlichem Design und akustischer Leistung nahezu perfekt zu machen. So profitiert er von einem Entkopplungssockel aus furniertem Nussbaumholz und einem Hornstarter, der die Abstrahlung der vom Hochtöner erzeugten Töne optimiert. Es handelt sich um ein Modell mit flexibler Kalotte, die mit 2,5 cm beschichtet ist und von zwei Tief-Mitteltonlautsprechern mit fast 13 cm Durchmesser wiedergegeben wird. Das Ganze wird durch ein mikroperforiertes Gitter geschützt. Der X6 ist sowohl für das Musikhören als auch für die Wiedergabe von Tonspuren aus Filmen und TV-Serien geeignet. Seine Verstärkungsleistung liegt zwischen 10 und 200 Watt. Er liefert einen detaillierten und präzisen Klang mit einem dynamischen Bass. Er kann mit anderen Lautsprechern der Marke sowie mit einem Subwoofer gekoppelt werden, um den epischsten Soundtrack noch etwas mehr Gewicht zu verleihen. Und das war's schon wieder für heute. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, können Sie es gerne liken. Bevor Sie gehen, vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und klicken Sie auf die Benachrichtigungsglocke, damit Sie keine zukünftigen Videos verpassen. Was mich betrifft, so sehen wir uns hoffentlich bald wieder für neue Hightech-Entdeckungen. Machen Sie es gut und bis bald. Auf Wiedersehen.